frag mich, ob das jetzt auch... Willkommen zurück, Ezio. Hi. Da, das ist Ezio. Ja, hi. Buongiorno. Salve, Mario. Schön, nach Hause zu sein. Dieser Ort macht sich langsam. Wir haben den ja komplett ausgebaut. Ich bin mal gespannt, ob der ausgebaut ist noch. Ob es das übernommen hat. Bruder. Claudia. Schön, hier zu sein. Wie geht's Mutter? Ganz gut. Ich hörte, dass du kommst, aber ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Die Contessa von Forli will dich sprechen. Ich wusste nicht, dass du so berühmt bist. Katharina? Hier? Es ist also vorbei? Ist der Spanier wirklich tot? Versammelt am Abend alle in Marios Büro. Dort erkläre ich euch alles. Sei gewappnet, Ezio. Sie werden viele Fragen stellen. Claudia, sag der Contessa, ich freue mich, sie heute Abend zu sehen. Der Drei-Tage-Bart steht ihm. Claudia Auditore ist Ezios Schwester. Er hatte noch zwei Brüder und einen Vater, die im ersten Teil umgekommen sind. Ich habe hier Quests. Was habe ich für Quests? Bist du mein Quest? Ja. Drin gucken, ob ich die komplett ausgebaut habe. Oh, Entschuldigung. Die Männer in dieser Stadt sind doch alles Mem. Eine Armee sollte mir helfen, aber nicht einer. Hi. Braucht ihr Hilfe? Salve. So viele Blumen. Euer Mann muss sehr glücklich sein. Ich bin die Glückliche. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Vorhin habe ich wohl einen falschen Eindruck vermittelt. Oh? Ich habe keinen Mann. Die Blumen sind für ein Fest. Ah, bin ich eingeladen? Zu Claudia Auditores Geburtstagsfeier in der Villa? Falls ihr mir helfen wollt, ich brauche jemanden mit Klasse, der mich begleitet. Warum glaubt ihr, ich hätte Klasse? Das habe ich gleich gesehen. Niemand hier hat ein solches Auftreten. Selbst Ezio Auditore wäre sicher von euch beeindruckt. Oh, was wisst ihr über das? Das glaube ich auch. Claudia hält große Stücke auf ihn, aber er besucht sie kaum. Er ist wohl etwas distanziert. Sie hat recht. Das war ich. Ha? Oh nein. Ihr? Ja. Hi. Das Fest sollte eine Überraschung sein. Bitte sagt es nicht, Claudia. Was bekomme ich für mein Schweigen? Da wird mir gewiss etwas einfallen. Ihr habt noch Bedenkzeit, bis wir da sind. Der typische italienische Charme, wie ich es so schön sage. Ich bin ja selbst halb Italiano. Und jetzt zu meinem Schweigegeld. Ich habe schon eine Idee. Unter einer Bedingung. Egal was. Ihr müsstet bis morgen warten. Wenn ihr darauf besteht, an mir soll es nicht liegen. Das Warten wird sich lohnen, Ezio. Glaubt mir. Du alter Gauner. Du Schlawiner. Du Schlingel. Naja, ich hätte es nicht anders gemacht. Na, 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 na. Also die Geschäfte sind schon mal alle da, das ist schon mal sehr positiv. Komm, wir gucken einfach mal. Hallo? Nein, er möchte... Pantomime. Ja? Ah, ne, hier. Servus. Buongiorno. Ezio! Mario wird mich umbringen. Ich habe sein Lieblingspferd verloren. Ha, der wird dich sowas von umbringen. Seid unbesorgt. Ich hole es zurück. Gott segne euch, Ezio. Ernsthaft? Komm her. Weh, du Rennschreck. So. Gott sei Dank war der Grafikbug da. Hier. Grazie, Ezio. Ich kann nicht mehr mit den Pferden mithalten. Versprecht mir, dass ihr eure Gesundheit genießt. Verbringt nicht so viel Zeit im Krieg wie euer Onkel Mario. Meine Schlachten wurden bereits gewonnen. Na, umso besser. Arrivederci, Ezio.
Ja, arrivederci. Ah, bene, bene. So, jetzt haben wir noch einen einzigen Quest. Ich glaube, der ist auf der Mauer. Natürlich nehmen wir den direkten Weg. Wir müssen uns ja trainieren, dass wir nicht einrosten wie unser Onkel Mario. Die Pfeife. Da. Ein Kanonier. Oh, hoppsa. Da. Zeig mal her, das Ding. So, das sind die neuen Kanonen? Ja, Signor Ezio. Darf ich mal? Ja, aber... Na los, sag's ihm. Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden. Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. Schade, ich hab gedacht, wir dürfen schießen. So, der Penner muss irgendwo da unten sein. Hopp. Das war punktgenau. Bewegt er sich? Nee. Aber da oben hockt er. Ah! Okay, Ezio, das hat sich nicht verändert. Bringst mich immer noch zur Weißglut. Hey, du. Salve, Messer. Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lass mich in Ruhe. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen, keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Faule Socke. Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie halten Feuerwaffen für Magie. Doch man braucht Feingefühl. Muss sie ein bisschen ermutigen. Derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier. Aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Aha. Stellt euch vor, eine Kanone aus der Hand abzufeuern. Das ist die Zukunft. Ja, wenn du das sagst. Schon mal was vom Mobiltelefon gehört? Mit viel Schwung kann man das auch aus der Hand abfeuern. Falls ihr euch gerade nach dem Zusammenhang gefragt habt. Was habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lasst mal sehen. Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es. Cool, darf ich. Auf die Ziele schießen. Sucht euch ein Ziel und prüft die Ausrichtung. Artillerie! Autsch! Achtung, sie kommen von drüben! Was? Die Zielvorrichtung ist in Ordnung. Das Problem ist hinter der Kanone. Ich geb dir gleich hinter der Kanone. Das Problem ist hinter der Kanone. Ah! Nochmal! Gut! Ah, die nerven mich. Was? Wie? Nochmal! Stirbt, ihr Attrappen, stirbt! Perfetto! Wenigstens einer hier weiß, wie man schießt. Nun, der anderen. Haha, hab noch eins. Ich muss gehen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanbruch. Schade, dass es euch nichts bringen wird.
Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Ja. Frage. Kann ich mit dem runter? Nein! Das war Absicht. Ist es auch noch mein Inventar? Naja. Dann gehen wir mal zu Onkel Mario in den Konferenzraum. Gucken, was die zu sagen haben. Die Villa Auditore, oh, so schön. Casa mia. Buongiorno, Ezio. Caterina. Was verschafft mir das Vergnügen deines Besuches? Ich brauche einen Verbündeten. Die päpstlichen Armeen marschieren weiter gen Forli. Deine Söldner wären von großem Wert für meine Sache. Ich kann dir wohl geben, was du brauchst. Doch reden wir später. Mutter. Machiavelli. Es ist getan. Aber wohl nicht so, wie wir es erwartet hatten. Ich betrat Il Vaticano und traf Rodrigo. Er erhob den päpstlichen Hirtenstab gegen mich, doch ich besiegte ihn. Zusammen mit Stab und Apfel konnte ich die Gruft öffnen. Dort sprach ein bewegtes Bild der Göttin Minerva zu mir. Sie sprach von einer Tragödie, die den Menschen in Zukunft zustoßen wird. Versprach aber Hoffnung durch verlorene Tempel, die den Menschen helfen. Und dann sprach sie mit einem Phantom, Desmond, als wäre er dort. Stünde neben mir. Nach dieser Warnung verschwand sie. Erstaunlich. Unvorstellbar, welch Wunder! Die Gruft enthielt nicht die befürchtete Wunderwaffe. Eine gute Nachricht. Und diese Göttin, diese Minerva? War sie menschlich? Ja, doch die Worte zeigen das Gegenteil. Ihre gesamte Art starb vor vielen Jahren. Ich wünschte, ich könnte euch ihre Magie zeigen. Wer ist Desmond und wo sind diese Tempel, die Minerva erwähnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir danach suchen. Sag mir, wie Borgia sein Ende fand. Winselte Rodrigo um Gnade? Fand er Ausreden? Bot er euch Macht an? Nein, nichts dergleichen. Interessant. Es überrascht mich, dass er die Fassung bewahrte. Ich ließ ihn leben. Der Spanier lebt? Wenn unsere Feinde tot sind, können wir über Gruften, Götter und alte Orte reden. Hättet ihr ihn nur getötet, das werden wir noch bereuen. Ich bin nicht hier, um mich zu rechtfertigen. Gemeinsam müssen wir die Zukunft planen. Nein, ich muss umgehend nach Roma. Ezio, ich weiß nicht, warum du ihn verschont hast, aber ich traue deinem Urteil. Machiavelli wird sich beruhigen. Das wäre ein Vollhonk. Machiavelli. Gucken wir mal, wer das ist. Ach Gott, ist das viel zu lesen. Niccolo Machiavelli. Beruf, Philosoph, Schriftsteller, Politiker. Alle bewaffneten Profilen haben den Sieg davon getragen, die Unbewaffneten aber sind zugrunde gegangen. Okay. Hoch? Ja. Bis man das alles ausgezogen hatte.